aus dem Fenster, dürfte erklären, warum in letzter Zeit so wenig gekommen ist an Videos zur Solaranlage, denn, naja, viel braucht man bei dem Wetter, denke ich, nicht zu erwarten und entsprechend ist da meine Motivation, daran zu arbeiten, auch etwas gering. Aber gut, heute habe ich mich mal wieder aufgerappelt und die Kamera ausgepackt und wollen wir einfach mit ein bisschen was weitermachen, was wieder relativ einfach ist, denn ja, im letzten Video hatte ich ja gezeigt, wie ich die Verteilung gemacht habe mit diesen Bordsteckdosen für 12 Volt. Und ja, was liegt da näher, als fertige Netzteile einfach mal zu benutzen. Die gibt es in verschiedenen Variationen für verschiedene Geräte und ja, gucken wir mal. So, genug Theorie, kommen wir mal ein bisschen zur Praxis und zwar zu diesem Teil hier. Das ist mein Handy und mein Handy hat ein Problem. Das braucht nämlich eine Menge Strom, wie so alle möglichen Smartphones heutzutage. Die Sache ist, der Strom muss natürlich irgendwo herkommen und hey, wer sagt aus der Steckdose, wir haben noch Solarzellen. Ja, normalerweise werden die Handys heutzutage alle über eine Micro-USB-Buchse geladen. Das funktioniert hierbei natürlich auch. Frage ist, woher kommt der Strom? Dazu könnte man entweder hier so einen benutzen, so einen internen USB-Buchse, wie man so bei vielen bei vielen dieser 12-Volt-Anschlussverteilern zwischendrin hat. Aber wie gesagt, die hier ist nicht allzu effizient. Für die Techniker, da ist ein 7805 einfach dahinter geklemmt. Das ist jetzt nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Also lassen wir den mal schön aus und benutzen stattdessen hier so einen Teil. Das ist ein Autoadapter mit so einem Zigarettenanzünder-Dingensensor und in dem Fall zwei USB-Buchsen. Der hier hat ein Schaltnetzteil bzw. einen Schaltregler drin, ist also etwas effizienter. Und wenn wir den hier reinstecken, ja, die LED geht an und hier könnten wir unser Handy dran stecken. Was bei diesen Teilen noch zu beachten ist, die meisten aktuellen Handys können in zwei Modi laden, nämlich einmal im USB-Modus, wie man es am PC gewohnt ist. Dabei wird aber maximal mit 500 mA geladen, egal was man dahinter hat. Dieses Teil hier kann, mal gucken, ob es drauf steht. Ne, steht nicht drauf, aber ich meine, das müsste so bei 2 Ampere sogar liegen, die es theoretisch liefern könnte, also 1 Ampere pro USB-Buchse. Und um das auszunutzen, muss bei meinem Handy zum Beispiel, dem HTC, auf den Datenpins ein spezielles Signal erfolgen, sodass das Handy erkennt, aha, da ist ein Ladegerät, welches mit mir kompatibel ist und mehr Strom liefern kann. Der hier hat es schon eingebaut. Vor allen Dingen sollte man aufpassen, wenn man so komische Apple-Geräte hat. Die verweigern nämlich ganz das Laden, wenn das Ladegerät das nicht kann. Deswegen, wenn man hier so einen Stöpsel kauft, immer darauf achten, dass es mit dem entsprechenden Handy kompatibel ist, beziehungsweise ja, iPhone kompatibel, das passt meistens auch zu allen anderen Geräten. Ja, damit kann ich dann mein Handy vollständig laden. Geht relativ. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Opfer, das ist nämlich hier mein kleines Netbook. Ja, Netbook selber, relativ geringer Stromverbrauch, aber auch die haben irgendwann den Akku mal leer und müssen dann an die Steckdose. Und naja, wer sagt, dass diese Steckdose am Stromnetz hängen muss? Ja, wie machen wir das Ganze am besten? Am einfachsten ist es, denke ich, wenn man sich ein entsprechendes Universalladegerät besorgt, wie ich hier gemacht habe. Das ist speziell für Auto gedacht, hat also auch den guten alten 12 Volt Zigarettenanzünder, Bordsteckdosenstecker dabei. Und ja, was wir dann machen müssen, ist auf jeden Fall die richtige Spannung rauskriegen. Hier sehen wir nämlich so ein gelbes Poti, beziehungsweise ja, der rastet so ein bisschen ein, womit man die Spannung auswählen kann. Und dazu bemühen wir mal das Originalnetzteil und gucken uns da. So, und wenn wir uns das hier mal durchlesen, dann sehen wir hier irgendwo eine Zeile Output mit den technischen Daten, in dem Fall 19 Volt bei 1,58 Ampere. Und exakt das sind die Werte, die auch unser neues Universalladegerät machen muss. Auf 19 Volt habe ich ihn bereits eingestellt. Die Amperezahl sollte man natürlich vorher nachschauen. Wir sehen hier 3 Ampere. Das fehlt nur noch eins. Wie kommt man in den Laptop? Üblicherweise haben die Teile einen entsprechenden Stecker hinten dran, der meistens irgendwie proprietär ist. Und dann wird so eine Batterie mitgeliefert mit diversen Steckern, mit denen man ins Laptop drankommt. Das ist der normale Weg. Ich werde es ein bisschen anders machen, da ich hier ja bereits meine ohnehin schon kaputte Buchse habe, die ich halbwegs gefixt habe. Deswegen habe ich hier so Steckklemmen dran. Das ist jetzt halt das Stromnetzteil, was ich abgemacht habe. Und das Universal
Reisenetzteil für die Solaranlage. Kann ich mir jetzt hier anschließen und kann dann so, ohne dass ich da groß noch suchen müsste oder umstecken müsste, immer die Leitung. Und da ich derzeit hauptsächlich nur mit Solar arbeite, habe ich hier so ein, so ein Kabel-Verdrill-Ding einfach durch die beiden Steckklemmen gemacht und das Ganze festgemacht. Dann kann es auch nicht aus Versehen hier auseinander gehen. Bleibt nur noch eine Frage. LEDs auch. Wir sehen, die Lampe ist aus und ich suche mir mal gerade hier eine dieser Bordsteckdosen. So, und dann stecken wir das Ganze mal ein. Und wir sehen, die Ladelampe geht an. Ich habe Solarstrom. Ja, und als letztes geht es dann noch auf ein paar andere Mobilgeräte, nämlich meine Digitalkamera. Und da habe ich dann für meine Canon zum Beispiel mir hier so ein Reiseladegerät organisiert. Man sieht hier auch die entsprechende Ladeschale mit dem Stecker für die Bordsteckdosen. Damit kann ich auf jeden Fall schon mal meinen Kameraakku laden. Aber das reicht natürlich noch nicht. Denn es gibt natürlich auch noch durchaus ein paar Sachen, die mit normalen Akkus laufen. Und dafür ist jeder zuständig. Das ist ein Ansmann-Ladegerät. Und der hat auch hier oben die wunderschöne Bordsteckdose. Das heißt, normale Akkus kann ich jetzt auch über mein 12-Volt-System laden.